Freunde, wir kommen zur nächsten Weltklasse-Nummer. Die nächste Weltklasse-Nummer dauert exakt 20 Minuten und heißt... So, werdet reingerufen. So, wir machen keine Pause. Ja, da können Sie sich jetzt da vorne bedanken. Ja, Pause ist immer schön, war, weil man kann dann rausgehen irgendwie und wie es ich, in Tresen gehen oder eine rauchen gehen. Könnt ihr euch jetzt klemmen. So, 19 Minuten noch. Ja, da kann so ein Abend lang werden, wa? So, jetzt werden wir das Ding hier mal ein bisschen leiser fahren. Bin ja fix und alle, ey. Na komm, Leute, in der letzten Zeit war das... Wo gehen Sie denn jetzt hin? Was ist denn jetzt hier ab? Was geht hier ab? Mike, alle Kameramänner hier aufnehmen. Wo gehen Sie denn jetzt hin? Klo. Auf Klo? Ja. Während einer TV-Aufzeichnung, die gerade live im deutschen Fernsehen übertragen wird. Ja, kannst du mal lange nicht noch verkneffen, wenn ich das nicht mehr. Naja, dann ziehen Sie das hoch und spucken das aus. Ja, okay. Müssen Sie richtig dringend? Ja, wirklich. So. Darf ich jetzt? Nee, dürft nicht. Das ist so eine Comedy-Show. Gehen Sie auf die Bühne. Wie ist Ihr Name? Bodo. Ach so. Ja. So, was gibt's halt noch für Schweinereien? Wasserfall. Ja. Pichu Platschu. Löffel, Löffel. So, gehen Sie kurz raus, wir warten auf Sie. Dann haben wir nicht mal sehen. Aber Hände waschen, ne? Mike, du bist fantastisch. Doch mal einen Applaus für Mike. Mit Mike. Mike. So, wir warten nicht auf den Pisser. In der letzten Zeit war das so anstrengend hier. Theater, Tournee, Radio, Fernsehen, Pipapo und so. War. An Sex war ja nicht mehr zu denken. Ich habe mich in der letzten Zeit sogar mehrmals dabei erwischt, wie ich mir beim Onanieren selbst einen Orgasmus vorgespielt habe. Bitte? Wie alt bist du? 25? 25? Du hast eine Windel noch? Ja, ich bin 25 Jahre alt. Ich wiege 180 Kilo. Ich bin 1,40 Meter groß. Kommst du aus dem Auenland? Schreck mit Mutter jetzt in den 150 Jahren nochmal den Schreckenfelsmann. Yeah! Das Schöne am Verliebtsein ist ja auch, war, dass man den Frauen wieder tolle Fragen beantworten darf, wie zum Beispiel, findest du mich schön? Oder, findest du, ich hab einen zu dicken Po? Aber Schatz, du hast ja keinen dicken Po. Du hast einen fetten Arsch. Wurdet ihr geködert oder was? Mit Reisebussen hier angekarrt? Und dann, weil die sagt man nicht von Tui, Schnecken wird. Gut, bevor ich stressiert. Ja! Das ist echt hier, eine Ecke nach der Weihnachtsfeier. Also, wie ich zur Weihnachtsfeier hingehe, weißt du? Ist auch, dass man abends immer ein... Da schön, kommst du wieder rein? Nimm mal Platz. Du, die Jogginghose kann man auch bis zum Hals hochziehen, weißt du? Also wieder. Ja. Ja, weißt du so. Na, Mäuschen, so alleine hier?
Je, bist du öfter hier? Punkt 1, am Anfang einer Unterhaltungsshow steht das Kennenlernen im Vordergrund. So, das heißt, mach mal ein Handy an, ja? Hier eine Fernsehaufzeichnung, Handy an, oder was? So, hergeben. So, wo bescheuert. Schaut dir ein Handy an. Ja, hier. Verkaufen wir bei eBay. So, noch irgendjemand, was bei ein Faxgerät oder so? Oder irgendwas, was hier noch bimmeln könnte? Ey, du hast da wohl einen Arsch offen, mein Freund. Nee, wie ist dein Name? Christian. Christian, pass auf, Christian. Wenn ich hier wieder stehe, springst du einfach hoch und schreist dabei so was Geistreiches wie... Ich will ein Kind von dir. Pass mal auf, Freund, Phase. Mein lieber Freund. Was schreist du rein? Ich rede doch mit ihm, verdammt nochmal. Sind sie beide zusammen hier bestimmt, wa? Schade. Scheiße laufen. Oh. Hab ich ihn wehtan? Na klar. Bitte? Wie wollen Sie das gut machen? Oh. So. Wie kommen wir uns denn nun mal wieder raus? Du kleine wilde Maus. So. Christian, du warst fantastisch. Kannst du mir vielleicht mal helfen hier, den alten Mann, ey? Oh. Du nimmst das doch noch auf hier, oder was? Kann ich noch ein Taschentuch haben? Ich schwitze gerade ein bisschen. Gehen. Jeanette. Wie? Jeanette. Jeanette. Ist das nicht mal zum Rasieren oder so? Jeanette? Jeanette. Ich bin Kurt. Jeanette. Jeanette. Hallo, ich hätte gern Jeanette gesprochen. Das ist Daniel bei Kurt. Wir kommen zur nächsten Nummer. Für die nächste Nummer brauche ich Geld. Mike? 5 Euro? 5 Euro Schein? Mache Wege, frag deine Frau. 5 Euro? Glaube nicht. Ein Schein? Leider nicht. Ein Schein? Hier nicht, ne? Wir sitzen hier alle da, hier irgendwie. Hast du? Mike hier einfangen, wer hat Geld? Schön. Oh, 5 Euro. Hier, 5 Euro, ja. Hier, 5 Euro, soll ich es hier draufhalten oder was? Schön, danke schön. Das hat jetzt mit der Nummer gar nichts zu tun. Bringt mich einfach privat weiter. So, meine Damen und Herren, wir kommen zur nächsten Nummer. In der nächsten Nummer würde ich Ihnen gerne mein Horrorgeräusch des Jahres präsentieren. Und mein Horrorgeräusch des Jahres ist und bleibt immer noch Bohrer trifft Zahn. Ja, das kennen wir noch von unserer letzten Zahnwurzelresektion, war. Und dieses Geräusch kann man wunderbar nachmachen, indem man so ein hier, wie heißt das Ding hier, so ein Latte Macchiato-Stab nimmt. Ich weiß, das ist ein total alberner Name für so ein Ding. Bei uns in Neukölln heißt das einfach Uffrührstab. Den Scherz kannst du mir erlauben, hier zu Karstadt am Hermannplatz zu gehen, in die jeweilige Abteilung da und dann sagen, guten Tag, ich hätte gerne einen Latte Macchiato-Stab. Kriegst du gleich eine Fresse. So, ich hab jetzt, zufälligerweise habe ich jetzt so ein Ding mit dabei. Und jetzt kommen auch deine 5 Euro ins Spiel. Und ja, die nächste halbe Stunde wird jetzt ein kleines Hörspiel. Die können sich jetzt gerne zurücklehnen und wer sich wiederfindet, kann auch gerne Aua schreien. Oh, da müssen wir wo bohren! Na, die geht ja bis zur Wurzel runter!
Zack, da ist er weg. TBC offen oder was denn? Aber hallo. So, ich muss Wasser trinken. Die Zeit kann ja wohl mal hier sein. Taschen. Hallo, Jürgen Drews. Sie sind heute nicht mit dabei. Verfatz dich vom Gelände. Pissnelke. Die Gitarre weg hier. Du brauchst gar nicht steppen. Brauchen wir nicht hier. Wir brauchen kein Steppprogramm. Freunde, ich wollte... Nee. Natürlich ein Trick dabei gewesen. Habt ihr schon gedacht, das Ende, wa? Ich wollte euch nur ein bisschen heiß machen. Deswegen. Zugabe, Zugabe. Ihr werdet noch betteln, dass ihr wieder raus dürft. Hast du schon gedacht, ich hab's vergessen, wa? Hast du ein Liedchen gelernt? Das möchte ich mal bitte hören. Danke für meine Arbeitsstelle, danke. Hast du toll gemacht. Was ist denn das? Ja, kannst du mir mal erklären, was das hier soll? Was wird mit dem Mikrofon hier veranstaltet? Ich hab eins, du hast eins, das ihr jetzt gar keinen Sinn hier. Das ist ne Panne. Das ist ne Panne. Ich möchte einmal mein Leben was machen, wo es nicht ne Panne ist. Das geht nur auf die Pumpe. Das sieht mir so blöd an, das macht irgendwann Pennen, dann bin ich weg. Dann platzt mir die Halsschlagader. Schau in das Licht, Carol Ann. Bitte? Schau in das Licht, Carol Ann. Was für Licht? Was soll denn das jetzt? Ich laufe hier lang, dumpti-dumpti-dumpti-dum. Dann kommt ein Idiot vorbei und sagt, sieht man das Licht, was soll das denn? Schau in das verdammte Licht, Carol Ann. Aber nicht in dem Ton. Ich bin wirklich jemand, mit mir kann man Spaß haben. Ich bin für jeden Schabernack zu haben. Aber der Ton macht die Musik. Versteht ihr? Wer sind Sie eigentlich? Ich bin das Böse. Das Böse? Entschuldigung, wusste ich nicht. Mann, ich scheiß mir gleich ins Hemd. Und, wie lange sind Sie schon böse? 1000 Jahre. 1000 Jahre? Am Stück? Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Na, da muss der Böse mal aufpassen, dass er keinen Stress bekommt. Stell mal vor, das macht die Runde. Ich höre schon, wie die Leute tuscheln. Hast du gehört? Der Böse hat gelacht. Da kann der Böse seinen Job verlieren. Dann lebt der Böse bald von Hartz IV. Ich kann, wenn ich will.
auch richtig böse werden. Ich kann, wenn ich will. Wenn ich will, kann ich richtig böse. Abgrundtief böse. Bitter böse. Bitter böse. Manchmal bin ich so böse. Da geht einfach mit Socken ins Bett. Na Mike, was machst du da unten gerade? Was nimmst du hier auf? Mike? Oh, ist eingeschlafen. Auch mal seine Kamera und so. Hat natürlich heute auch ein schlechtes Frühstück gehabt. Schön, da Mike, ist wieder jemand wach geworden heute. Ja, und zack, ist so eine Geschichte auch vorbei, wa?